So, hallo und willkommen zurück zu einem neuen, ja, in der Junioren-Weltmeisterschaft sind wir ja durch. Ich denke mal, dass wir jetzt dieses Jahr das letzte Video, also hier in dem Spiel, eins vorweg, lasst ein Like oder ein Abo da, damit mein Kanal noch ein bisschen Liebe bekommt und ja, noch mal ein bisschen was für den Algorithmus mal ein bisschen pushen, ja, würde mir sehr helfen. Und ja, so viel erstmal dazu. Gehen wir zum Kalender. So, ich bin ja jetzt Woche 41, da wird wieder ein Auto benötigt, sehe ich nicht ein, will ich nicht. So, da haben wir Talent Scout. Ja, das will ich jetzt nicht. Lassen wir das Team mal ausruhen. So. Ich habe mir gerade unsere Finanzen angesehen und wir erreichen unsere Cashflow-Ziele im Moment sehr gut. Das wird Max sehr fröhlich stimmen. Ja, unser Sponsorstatus ist jetzt begeistert. Das ist schon mal schön. Was ich wir mich leisten aber im Moment hervorragende Arbeit und Max ist völlig mit uns zufrieden. Ich glaube aber nicht, dass wir unser Potenzial voll ausschöpfen. Lass uns probieren, noch ein bisschen mehr zu erreichen, in Ordnung? So, jetzt sind wir Woche 42. Pacifico, ja. Front- und Heck begrenztes Sperrdifferenzial. Ja, ich weiß jetzt nicht. City of Zock 31. City of Zock Racing ist 16. Fahre ich da jetzt mit oder nicht? Ach komm, lass uns da noch mal mitfahren. Ja, den nehmen wir. Ja, Championship starten. Hallo und willkommen zur letzten Runde der Championship hier bei der Rally Pacifico. Nun zum Wetter an diesem Wochenende. Die Crews müssen für dieses Rennen hellwach sein, denn die Bedingungen sind ganz anders als beim letzten Mal. Hoffentlich haben sich alle... Ach, das ist mit diesem Geschwindigkeit halten und fahren. Hier bei der Rallye Pacifico erwarten dich ein paar Überraschungen. Erst fliegst du förmlich über die Strecke und kurz danach zwängst du dich über eine enge Brücke. Ah, toll. Für die Crew dieses Wagens ist gleich die Zeit gekommen, sich auf die erste... 159. von 161. Die durchschnittliche Super. Zielgeschwindigkeit für diese Etappe... 5, 4, 3, 2, 1, go! Langsamer werden. Tempo reduzieren. Mittel rechts. Fahr schneller. Erhöhe das Tempo ein bisschen. Fahr etwas langsamer. Mitte links, rechts halten. Mitte links. Tempo ist gut, halte es. Fahr etwas langsamer. Gut, halte es. Mitte links.
Mittel rechts. Erhöhe das Tempo ein bisschen. Mitte links. Tempo ist gut, halte es. Fahr etwas langsamer. Mitte links. Scharf rechts. Mach zu, Mitte. Wir haben in diesem Sektor keine Strafpunkte kassiert. Hier nach rechts. Scharf rechts. Hier geht's bergauf. Scharf links. Muss deutlich schneller werden. Scharf rechts. Scharf rechts, durch Senke. Mitte links über Kuppe. Mitte links. Fahr etwas langsamer. Tempo ist gut, halte es. Fahr etwas langsamer. Verdeckt, scharf links. Mittel rechts. Scharf rechts. Erhöhe das Tempo ein bisschen. Scharf rechts. Scharf links. Mitte links. Geradeaus. Scharf rechts. Scharf links. Scharf rechts. Mitte links. Achtung, Mitte links. Mitte rechts. Tempo ist gut, halte es. Erhöhe das Tempo ein bisschen. Scharf rechts. Wir haben in diesem Sektor keine Strafpunkte kassiert. Erhöhe das Tempo ein bisschen. Geradeaus. Mitte rechts. Langsam, scharf rechts. Hier nach links. Tempo ist gut, halte es. Fahr etwas langsamer. Erhöhe das Tempo ein bisschen. Tempo ist gut, halte es. Hier nach links. Straße macht jetzt auf.
erhöhe das Tempo ein bisschen. Fahr etwas langsamer. Hier nach rechts. Tempo ist gut, halte es. Mitte links. Fahr etwas langsamer. Erhöhe das Tempo ein bisschen. Hier nach rechts. Gute Arbeit. Hier nach links. Tempo ist gut, halte es. Geradeaus. Mittel rechts, nach Kreuzung. Erhöhe das Tempo ein bisschen. Ist gut, halte es. Fahr etwas langsamer. Tempo ist gut, halte es. Etwas langsamer, geradeaus. Tempo ist gut, halte es. Scharf links über Kuppe. Scharf rechts, durchsenke. Geradeaus. Etwas langsamer. Tempo ist gut, halte es. Kehre rechts. Scharf links. Jetzt kommt ein gebundener Abschnitt. Scharf rechts. Scharf links. Überziehen. Einfach links. Bis Stopp. Ach Leute, was ist denn das für ein Gesülze? Heftig, da muss man da ja richtig lang eiern. Was ist das denn? Das ist ja... Und ich bin alter Hammer. Ja, das läuft. Alter, was geht denn hier ab? Das ist doch mal ein richtiges Rumgeeire. Okay, im Moment liegst du in Führung. Du bist schnell genug, um sie zu verteidigen. Also bring die Sache einfach sicher zu Ende. Heftig, ey. Reparatur, ja, ist nix. Nichts, was kaputt ist. Reifen. Ja. Überhaupt nicht abgenutzt. Ja, das können wir so lassen. Reifen sind noch wie neu. Empfohlen sind hart.
Ja, dann lassen wir das so. Ja, Leute, das ist aber ein ziemliches Geeiere. Also, ja, weiß ich auch nicht. Also, weiter geht's. Damit begeben wir uns in die letzte Etappe des Events. Sie kann über die durchschnittliche Zielgeschwindigkeit für diese Etappe. Ja. 5, 4, na toll. 3, 2, na gut, auf los geht's 1, los. Go. Hier nach links. Schikane, links Eingang. Tempo ist gut, halte es. Fahr etwas langsamer. Hier nach links. Tempo ist gut, halte es. Erhöhe das Tempo ein bisschen. Hier nach rechts. Tempo ist gut, halte es. Oh Gott, was für ein Geier. Fahr schneller. Tempo ist gut, halte es. Rechts. Wir haben in diesem Sektor keine Strafpunkte kassiert. Geradeaus. Fahr etwas langsamer. Mitte rechts. Mitte links. Langsam. Hier nach rechts. Erhöhe das Tempo ein bisschen. Tempo ist gut. Halte es. Erhöhe das Tempo ein bisschen. Fahr etwas langsamer. Schikane rechts Eingang. Erhöhe das Tempo ein bisschen. Tempo ist gut, halte es. Nach links. Wir haben in diesem Sektor keine Strafpunkte kassiert. Fahr etwas langsamer. Tempo ist gut, halte es. Hier nach rechts. Das Tempo ein bisschen. Tempo ist gut, halte es. Fahr etwas langsamer.
Tempo ist gut. Halte es. Fahr etwas langsamer. Mittel rechts. Geradeaus. Tempo ist gut, halte es. Scharf rechts. Scharf links über Kuppe. Erhöhe das Tempo ein bisschen. Hier nach rechts. Mittel rechts. Weite Kehre links. Scharf rechts. Erhöhe das Tempo ein bisschen. Tempo ist gut, halte es. Hier nach links. Hier nach rechts. Deutlich schneller werden. Scharf links. Scharf links. Verdeckt. Scharf links. Scharf links. Kehre rechts. Bleib nicht stehen, sonst kassieren wir eine Strafe. Hier nach links. Mittel rechts. Du musst deutlich schneller werden. Langsam. Mittel links. Mittel rechts. Nach rechts. Hier nach links. Über Ziel. Einfach rechts. Bis Stopp. Okay, 12 Punkte? Hallo? Mit einer brillanten Leistung auf dieser Etappe hat sich diese Crew in der Gesamtwertung des Events nach vorne gearbeitet. Cool. Das ist so ein Ding, was ich überhaupt nicht... Es war schön, das Rumgeeiere, aber... Ja. Es gibt für die Crews nichts Schöneres als das Gefühl, nach all der harten Arbeit einen Platz auf dem Siegerpodest zu ergattern, den Moment zu genießen und zu feiern. Von Platz 1 bis 3 haben wir der Professor, Togaru und Baines. Das war leider das letzte Event der Championship und wir müssen uns nun von einem Wettbewerb verabschieden, der uns von Anfang bis Ende den Atem geraubt hat. Ja, alle unsere Crews sollten stolz auf ihre Leistungen sein, insbesondere unsere ruhmreichen Champions. Glückwunsch an Sie und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. So. Andy hier. Na also, so geht das. Unglaubliches Ergebnis bei einem schwierigen Event. Fahren wir weiter Siege ein, dann bist du im Handumdrehen Champion. Ja, okay.
Läuft mal ganz gediegen. So. Anmeldung offen. Ja, nee. Team ausruhen lassen. Jo. So. Ich habe heute gute Nachrichten. Du hast unsere Finanzen in den letzten Wochen hervorragend verwaltet. Wir erfüllen die Cashflow-Ziele von Max sehr gut. Also mach weiter so. Ja, ich bin ja mal gespannt, wann ich hier denn mehr Budget kriege. Ob das Ganze denn am Ende des Jahres vonstatten geht, dass ich denn für Anfang nächstes Jahr mehr Budget habe. Oder ja, wird wahrscheinlich drauf hinauslaufen. Oder halt eben nicht. Team ausruhen lassen. So. Sehr schön. Cool. Fahrzeug benötigt, Fahrzeug benötigt. Ja, nee. Was ist hier? Crewleitung ausbilden. Ey, da hatte ich, glaube ich, alle Punkte schon vergeben. Werkstatterweiterung, das machen wir einfach mal. So. Das ist nämlich denn schon mal gut, denn überspringen wir 2 Wochen. Wir sind gerade in einer richtig guten Lage. Max ist schon seit mehreren Wochen absolut begeistert von unserer Arbeit. Aber lass uns versuchen, noch mal 5% mehr herauszukitzeln. Gar nichts hier. Letzte Woche, da wird gegammelt, Mann. Fahrzeug benötigt, ja, ist schon klar. Technik, Kadererweiterung. Ja, gut. Das wäre dann inklusive den noch. Ja, komm, machen wir das. So. Dann haben wir das fertig. Dann bin ich ja mal gespannt, was jetzt kommt. Oh. Ups. Ja, macht nichts. Ach, das muss ich also ich habe hier doch Aufgaben. Okay. Karriere, Saisonende 1. Okay. Nun, in der Saison waren einige Höhepunkte dabei und wir haben Max' Erwartungen vortrefflich erfüllt. Die Finanzierung für das nächste Jahr ist gesichert. Das Angebot hält uns zwar in der Championship-Stufe, aber wir können wirklich um den Aufstieg kämpfen. Okay. Okay, wir sind ja nun in der Junior-Gedöns. Da habe ich ja 108 Punkte geholt. Okay, WRC2. Ja, und natürlich der Master ist natürlich ja Sebastian Ogier mit 193 Punkte. Alter, Krawalter, ey. Was geht denn ab, ey? Ja, Gudi. Ja, so sieht das Ganze denn aus, wenn man es denn die erste Saison geschafft hat. Gut, er ist begeistert, das freut mich. Okay, dann hatte ich ja hier doch noch Aufgaben, die ich hätte erfüllen müssen. Ja, upsie. Ha. Ja, da muss ich ja dann nochmal gucken. Auf jeden Fall ist er noch im Rahmen des Begeisterten. Das ist schon mal cool. Vielleicht schaffe ich es ja in der zweiten Saison, dass er denn ganz ekstatisch ist. Oh. Ja, gucken wir mal. Auf jeden Fall läuft das. Und ja, gucken wir mal. Angebot 1, was ist das denn? Hä? Angebot 2. Was haben wir hier? Ja, hier kriegen wir natürlich bedeutend mehr, aber wir müssen natürlich denn auch was schaffen. Bleibe für alle Konten innerhalb deines wöchentlichen Budgets. Okay.
Wiederkehrendes Ziel: Belege den dritten Platz oder besser in der Fahrerwertung der FIA Junior WRC Championship. Fünf Events. Okay, belege den dritten Platz oder besser bei der H1 FWD Fahrer Championship, der FWD Gleichmäßigkeits Rally Trophäe. Fünf Events. Okay, untergeordnetes Ziel: Erreiche im Laufe der Saison 13 Event-Podiumsplätze. Du Ach, du Heilige, was ist das? Okay. Okay, hier kriegen wir jetzt aber auch jetzt denn mehr Budget. Erreiche im Laufe der Saison 13 Event-Podiumsplätze. Wenn ich jetzt aber die 4 Junior und H1 fahre, dann habe ich ja nur 10. Dann fehlen ja immer noch 3. Dann muss ich ja 3 andere Dinger noch fahren. Boah, Alter. Hier würde ich das denn schaffen. Untergeordnetes Ziel. Da wäre ich denn sogar über dem, was ich schaffen muss. Aber das wäre denn, glaube ich, das wäre das Gleiche, was ich vorher habe, oder? Angebot 1. Ne, gibt auch nur 2. Hier würde ich denn mehr Budget kriegen. Für Techniker und Reparaturen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen merkwürdig. Fürs Fahrzeug habe ich jetzt, glaube ich, mehr Budget. Aber für die Techniker ist es, glaube ich, gleich geblieben. Und Reparaturen ist, glaube ich, auch gleich geblieben. Ich würde ja das nehmen, aber ja komm, wir nehmen das hier, dann schaffe ich das wenigstens. Ja, ist doch in Ordnung. Okay. Willkommen zurück. Bereit für die Saison? Letztes Jahr ist fantastisch gelaufen mit dem Sieg der Junior WRC Championship als Höhepunkt. Wenn wir den Titel verteidigen können, steigen wir vielleicht in die WRC2 auf. Ja. Guti, das war Saison 1 und jetzt ist Saison 2. Ihr könnt mir ja gerne mal einen Kommentar da lassen, ob ihr jetzt, ich glaube, das hatte ich im letzten Video auch schon gesagt, ich habe jetzt einfach nochmal ein Video gemacht, um zu gucken, was passiert, wenn ich die erste Saison beende. Lasst mir einfach mal ein Kommi da, ob ich hier jetzt weiter daddeln soll oder ob ihr meint, das reicht mir jetzt erstmal. Kannst wieder ein Video machen, wenn du in der nächsten Rennklasse aufgestiegen bist, weil es gibt ja jetzt den WRC 2 und dann kommt ja die Königsklasse, kommt ja denn danach. Müsst ihr wissen, ansonsten daddel ich das einfach jetzt ohne Video durch. Und wenn ihr meint, das reicht euch, dann, ja, wie gesagt, daddel ich das einfach so weiter, ohne ein Video zu machen. Das überlasse ich jetzt euch. Könnt ihr mir ja auf jeden Fall dann mal schreiben, ob ihr da jetzt noch weiter was sehen wollt oder ob ihr sagt, das reicht mir. Ich weiß, was meine Aufgaben jetzt sind, wenn ich in der Juniorklasse anfange. Ich muss das und das schaffen, ich muss das und das fahren und das reicht mir. Mehr muss ich nicht wissen, mehr Videos muss ich nicht sehen. Wie gesagt, dann würde ich sagen, war es das jetzt erstmal von meiner Seite. Dann warte ich mal ab, was ihr mir so schreibt. Und ja, gucken wir mal. Na? Also, dann warte ich mal ab. Alles klar. Ja, wie gesagt, lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr da Bock drauf habt. Auf meinen Kanal wird mein Kanal noch ein bisschen gepusht und gefördert, weil mein Kanal braucht ja noch ein bisschen Liebe von euch. Und dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns in einem neuen nächsten Video. Vielleicht. Bis dann. Ciao, ciao.